Hallo hier von der Universität in Aberdeen. Wir sind gerade nebendran noch an einer Vorlesung mit dabei, aber ich nehme jetzt mal kurz ein paar Minuten Zeit, um so eine erste Einblicke zu geben in unsere Studienreise, die wir hier machen. Es geht um Ausbildung, um Lehrerausbildung und auch um Religionslehrerausbildung und den Religionsunterricht. Heute am ersten Tag waren wir erstmal eingeladen von den Gastgebern hier und haben einige Studienreferendare kennengelernt und sind eingeführt worden in den Religionsunterrichtsstruktur. Ja, also wie ist die Ausbildung organisiert? Und ich habe so ein paar Schlagworte mir aufgeschrieben. Zum einen waren wir da im dritten Stock von der Universität in einem recht feudalen Raum, wo auch das Emblem der Uni in die Stühle hinein gewebt worden ist. Und einige Studierende haben gesagt, never been here before, it's only for you guys. Also es scheint schon eine starke Hierarchie zu geben und so ein paar Räume im dritten Stock, die können dann irgendwie nur besondere Leute oder zu besonderen Anlässen betreten werden. Und so einige Reglementierungen scheint es schon auch zu geben. Ja. Und nicht nur im gesellschaftlichen Miteinander, sondern auch im Zugang zum Studium. Also es geht vieles hier um Regulations, um Standards, um Evidence, um Nachweis, um Zertifikate, solche Sachen. Und das Lernen darum, dass sich dann darum dreht und wie Lernprozesse arrangiert werden, fokussiert dann eben darauf, diese Standards zu erreichen, sie zu erfüllen, den eigenen Unterricht auch zu rechtfertigen, dass er eben diesen Standard genügt. Ja, also so mal die ersten Eindrücke dazu vielleicht. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? It's really burning the candle. Das muss ich mir nochmal nachlesen. Oder burning the candle from both sides. Also das brennt richtig die Kerze ab. Es scheint auch eine sehr starke Herausforderung zu sein. Man ist wirklich sehr eingespannt im Studium, die Studierenden, aber auch die Lehrenden. Es gibt Timetables, die zu erfüllen sind. Man ist ständig busy oder on a rush. Egal, ob das jetzt in der Vorlesung war oder im Zwiegespräch mit einzelnen Studierenden. Also dieser Zeitdruck, der ist spürbar und auch wie wir hier unterwegs sind auf dem Campus und von Event zu Event, von Uhrzeit zu Uhrzeit, im Starbucks setzt man sich hin, dann muss man auch schon gleich wieder weiter. Es bleibt eigentlich kaum Zeit, auch mal so ins persönliche Gespräch zu kommen, mal durchzuschnaufen. Das ist natürlich sowieso bei einem Study Visit so, dass der durchstrukturiert ist. Aber es kommt mir hier nochmal auf dem Campus und auch im Studium verstärkt so vor, dass die Studierenden da auch echt gestresst und gefordert und vielleicht auch über ein gesundes Maß hinaus angestrengt sind, Vorgaben zu erfüllen, ein Studienziel zu erreichen, Abschlüsse zu machen und dass Lernprozesse sich auch so strukturieren nach den Timetables und on a rush, busy, busy, busy. Und gerade eben waren wir jetzt in der Vorlesung, wo es dann darum geht, genau das wieder zu entschleunigen und den Schülerinnen und Schülern auch Raum zu geben für das Gespräch, für soziale Kontakte, für Reflexion. Ja, Mindfulness werden wir morgen eine Einführung bekommen, also diesen Gegenpol, den dann auch die religiöse Bildung durchaus bieten kann. Bin ich mal gespannt, wie in diesem Fach das reflektiert wird oder auch dann möglich ist. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? So ein paar Stichworte. Taking the box. Es gibt also irgendwie 7000 Pfund für diejenigen, die auf dem Land unterrichten. Es wollen alle in die Städte und dort Lehrerinnen und Lehrer sein, also in Aberdeen, in Edinburgh, in den großen Städten und wahrscheinlich das Gleiche wie in Deutschland. Einer hat dann gesagt, the money sounds good, but you can be put on an island. Also es gibt hier sehr viele Inseln und wenn man sich auf so eine Insel setzen lässt, dann bekommt man wohl eine bessere Vergütung. Oder man bekommt eine bessere Vergütung, aber man hat eben die Gefahr, auf einer Insel zu landen. Kann aber auch vielleicht eine ganz gute Herausforderung oder was Schönes sein. Ja. So, was habe ich immer noch aufgeschrieben? Burning the candle, never been here before. Ah, no written assessment around religious education. Also es gibt sehr viele Assessments und Essays und Reflexionen, die man eben schreiben muss und für den Unterricht. Aber im Fachbereich religiöse Bildung, da scheint es keine schriftliche Prüfung zu Fachinhalten zu geben. Das hat mich also sehr überrascht. Aber insgesamt ist sowieso eine starke Trennung hier von Kirche und Staat. Die Religionslehrerausbildung findet hier an der Universität statt und auch
sind überkonfessionell. Und bin ich noch live? Ich weiß es nicht. Ja, doch, ja, ich bin noch live. Also die Religionslehrerausbildung liegt nicht in der Hand von der Kirche und wird auch nicht kirchlich zertifiziert, sondern ist ein rein staatlicher Auftrag und auch strukturiert. Deshalb eben auch überkonfessionell. Presbyter und Anglikaner. Ja, was soll ich jetzt noch sagen? Money, relation, always rush, never sit down, busy, busy, busy. Also ich habe mir jetzt kurz ein paar Minuten Zeit genommen, um mal durchzuschnaufen und mit euch ein bisschen zu teilen, was ich hier so erlebe. Nachher geht es dann auch mal in den Pub und vielleicht ist da dann auch Zeit, mal ins Gespräch zu kommen mit Einzelnen und mal ein bisschen was über diese Lehrerbiografien zu erfahren, was einen hier dazu bringt, Lehrer zu werden, Lehrerin zu werden. Bin ich auch noch mal gespannt drauf. Also, so ein paar erste Eindrücke von dem ersten Tag. Mal gucken.